Ohayo gozaimasu, liebe Otaku, Japan-Freunde, TCG-Begeisterte und Tomodachi. Hier ist Andi vom Minna no Koen in Trier und ich melde mich heute bei euch mit diesem kurzen Video über den Manga Hunter, um euch zu zeigen, wie wir mit dem Lockdown umgehen. Wie ihr alle schon mitbekommen habt, ist ab heute, Mittwoch, dem 16. Dezember, wieder Lockdown-Time in Deutschland. Das heißt, alle Einzel-, Buch- und natürlich auch Comic-Fachhandlungen haben vorübergehend ihre Pforten für den Publikumsverkehr geschlossen. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht auch weiterhin für euch da sein würden. Wir, als auch viele andere unserer Kollegen, haben sich tolle Ideen ausgedacht, wie wir euch auch weiterhin in dieser schweren Zeit mit Manga und allem drumherum versorgen können. Viele bieten beispielsweise Abholstationen an der Ladentür an oder liefern sogar direkt zu euch nach Hause. Andererseits ist natürlich auch der jeweilige Online-Shop des Kollegen vor Ort weiterhin ganztägig erreichbar. Darum bitte supportet diejenigen, die auch das ganze Jahr für euch da sind, wenn euch noch die letzten Weihnachtsgeschenke fehlen, wenn ihr Lesestoff braucht, wenn ihr die ganze Zeit zu Hause seid. Oder falls ihr einfach auf die kommenden Neuheiten scharf seid, die auch bald rauskommen werden. Zum anderen darf ich euch kurz vorstellen, was wir hier in Trier unseren Gästen anbieten. Wir machen eine Abholstation, wie schon erwähnt, an der Ladentür, bei der Bestellungen aufgegeben und direkt zusammengepackt mit einer Rechnung bei uns täglich abgeholt werden können. Genauso wie wir im Nachmittagsprogramm einen Lieferservice anbieten, der euch die Sachen direkt nach Hause bringt, das sogenannte Manga Mobil. Abgesehen davon haben wir auch alles, was wir an Merchandise, an Tassen, an unseren tollen Teesorten da haben, abfotografiert und auf Instagram in den Highlights hochgeladen, sodass jeder einen quasi Online-Rundgang durch unser gesamtes Sortiment bekommen kann und falls noch das ein oder andere für Weihnachten fehlen sollte, dabei seine Auswahl treffen kann. Wir hoffen, dass allen diese schwere Zeit trotzdem gut überstehen und wünschen allen von euch in diesem Sinne schon mal wunderschöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so, wie ihr seid, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, matane!